Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Lastia. Ich spiele heute den Tank und Bowie, spielst du Scout? Okay, ich nehme dann Scout. Aber es hat keine Heiler genommen, soll ich? Dann nehme ich lieber Heiler, weißt du? Ja, weil du hast recht. Ganz ohne Heiler ist auch doof. Okay, du hast recht. So. Versuch mal durchzukrabbeln. So, ich krabbel jetzt durch. Ja, ich warte noch ein bisschen und sammle hier lustige Sachen auf. Lustig, lustig. Lalalala. Oh, wo sind denn die anderen? Ah, die schon wieder, ey. Ich mach mir mal den Helm. Wo? Ich höre ihn, ich höre ihn. Ah, gut, der geht noch. Nein! Nein! Schmeiß mich weh, du schmeißt mich irgendwo in der Ecke. Mein Helm ist weg. Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ja, geh mal weg. Ich hab nur 30 Leben, er war. Ja, geh ran, er ist hier! Ah, okay. Ich bin dran. Ja, jetzt killt er mich. Also, er kann gleich wieder auftauchen bei euch. Ich bin down. Oh, mein Helm! Nein! Hat mir gar nichts gebracht, mein Kopf ist total zerfetzt. Oh, geil. Oh, ich hab's überlebt und ich hab's doch noch geschafft. Ja. Jemand hat eine Rauchgranate geworfen, das hat mir den Arsch gerettet. Ja. Mein Prime. Oh, ich werde befreit. Sehr gut. Und du hast es durchgezogen mit dem Ziel? Ja, die Kanister ist auch hier sofort. Ja, gut. Wow. Ich nehme den Kanister und lauf weiter. Ja, sehr gut. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Na da. Geht hinter dir. Okay, ich hab's nicht gleich hier, der Killer ist abgelenkt. Ja. Komm, 50%, 60, 70, 80, 90, 100. Sehr gut, noch ein Fenster. So. Sehr gut, er lässt sich halt irre leicht ablenken. Ich hol den nächsten, okay? Ja. Da ist er ja schon. So, hab. Ich versuche da lang zu laufen, wo er nicht hinguckt. Er ist aber hier mitten im Raum, du kannst nicht. Lauf einfach. Er läuft dir hinterher, also da. Darf jemand anders als nehmen? Hat er. Hat jemand anderes. Ich bin Heiler. Ja. Oh nein, 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 nein. Oh, er packt mich. Aber ey, immerhin, wir tun richtig gut nach vorne. Ja! Ja? Er lässt sich richtig gut ablenken. Scheiß auf unsere Leichen. Die stapeln wir ihn da so vor, damit er nicht weiterlaufen kann. Oh, das ist schon cool. Ah, es macht halt immer mehr Spaß, umso mehr man Ahnung hat und so denkt so, ja, geil, Alter. Das ist halt ein Teamplay, guck mal, ne? Vorher hast du so gedacht, ja, wenn du stirbst, dann hast du halt nicht gesucht, dann hast du irgendwie falsch gemacht im Spiel. Jetzt ist es halt so, ja. Na komm, mach zu. Mach zu. Mach zu. So, sie nagelt es zu, das... Ja, und wie sind wir da durch jetzt? Ja, toll. Ich dachte, ihr habt noch den... Habt ihr schon ein ganzes Ding dahin gebracht? Boah. Ja, ich hol den nächsten. Ja. Ich kann befreien. Ah, ich kann da auch von da vorne befreien. So. Yes. Da bin ich wieder. Mann, sind das viele Spinnen, ich bin gleich tot. Ich
klau mal hier ein paar Sachen. Ich finde die eine bestimmt nicht so dolle. Ich muss mich kurz heilen. Wir können ruhig schon mal vorlaufen und das Ding. Nein, er hat mich. Die Rauchgranate ist echt geil, wenn man sich danach bückt, weißt du. Man kann während des Bückens sprinten, habe ich gerade gesehen, also nur zur Info. Also laufen rein. Der lässt sich aber echt verdammt leicht ablenken. Hast du genug Leben, ja? Alles gut. Ich hab genug. Nein, hab ich schon wieder! Oh, sehr schön. Bücken und sprinten, das ist geil. Wie machst du weiter? Lauf, ich kann dich nicht heilen. Ja, sie haben gleich auf. Haha. Das ist geil. Ja, ja, nicht töten, ist egal. Die müssen okay. Wir aufmachen. Auf. Einmal weiter zu den anderen rennen. Machen sie echt gut. Er lässt sich echt gut ablenken. Guck mal, das ist so Verzweiflung, wenn man Killer spielt. Man denkt so, ich kille die ganze Zeit Leute und trotzdem sind die wie so Mäuse, die dann alles schon weitermachen. Das ist halt echt doof. Du darfst dich nicht darauf fixieren als Killer. Du musst beschützen quasi. Du musst Zeit schinden und nicht töten. Die meisten Killer sind natürlich, werden sie ein bisschen langsamer, wenn sie Leute töten. Aber da zum Beispiel, er müsste nach oben gehen und die abhalten und nicht da unten Leute töten. Das bringt ihm halt nichts. Und die eine tanzt schon, was ich ein bisschen unverschämt finde. Er hat einen umgebracht. Ja, das ist nicht so schlimm. Also, ne, warum seid ihr schon so weit? Guck mal, wir haben noch 9 Minuten. Das ist eine gute Statistik. Ich geh mal befreien. Ja, geh du mal befreien. Oh, wir haben richtig cool. Ja! Ist er tot? Das ist so cool. Weiß ich nicht. So, ich bin hier irgendwo und nirgendwo. Wir fahren erstmal die eine auf dem Weg, wie ich weiß. Ja. Die andere, ich weiß nicht. Was sie da macht. Jetzt geh ich zu dir. Ah, da vorne bist du. Ja, so gut. Wir haben noch 8 Minuten. Das ist echt klasse. Ist das nicht so cool? Guck mal, was die eine macht. Sie geht direkt vor der Falle. So, ich kann mir eine Waffe basteln. Oh, Baseballschläger. Hauen einen über sie rüber. Ah, sehr gut. 69%, geil. Ja, das ist, weil er sich ablenken lässt. Er tötet zwar viele, aber das bringt ihn halt rein gar nichts. Ich töte mal hier erstmal die. Ich mach weiter, ich bin oben. Sehr gut. 80%. Bitte nicht sterben. Ich sollte heilen. Ich gehe heilen. Ja. Geh du ruhig stellen. Na, da hat einer wenig Leben. Darf ich zu töten? Guck mal, wir haben noch 7 Minuten. Das ist halt echt. Der hat mich fast mit dem Flammenwerfer gekillt, ey. Aber ich mach mal, dass ich hier besser heilen kann. Oh, du hast voll wenig Leben, warum sagst du nichts? Ja, ich hab voll wenig Leben, deswegen. Ich hab einen Buff aktiviert, dass ich ein bisschen besser heile. Brauchst du hier noch diesen Stuff? Nein. Leider. Naja, aber auch da. Ah, ich brauch noch einen Traum. Ach, da ist einer runtergefallen, Mann. Guck, jetzt wartet er da oben, was ich jetzt finde.
Nee, ich könnte, wir müssen ihn töten. Ja, aber wir haben noch 6 Minuten. Ja, deswegen sage ich ja, wir haben voll viel Zeit. Wir können ihn töten. So. Einer ist durchgelaufen. Der wäre ständig geblendet. So, ich habe jetzt auch einen Helm. Ich habe Baseballschläger und Helm. Oh, der darf nicht getötet werden. So, ich gehe gleich nach oben. Oh, guck mal, unten ist einer. Ich hole erstmal den einen, der hier unten ist. So, holen wir ihn mal. Oh oh. So. Es ist schwierig hier zu heilen. Eine falsche Bewegung wird nicht. Ja, ich komme auch gleich. Wir müssen erstmal heilen. Mobilisiert eure Kräfte. Hau drauf. Na, du, oh. Hab ich kein Baseball-Spieler? Ist er tot? Ja. Ich lieg hier unten. Warte, ich hol dich. Naja, bis du da bist, bin ich schon aufgestanden. Ja. Okay, wir müssen jetzt einfach durchlaufen. Ja. Er schafft es nicht mehr Zeit. Let's go! Er muss ja jemand anderes nehmen, jetzt darf er nicht mehr den Großen nehmen. Nein! Du bist tot? Ja. So, nein, 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 ich bin auch tot. Oh nein, ey, wo sind denn die anderen gewesen, ey? Ja, die sind rausgegangen. Ja, nee, die sind nicht rausgegangen, die waren noch da hinten. Aber das hätte nicht sein müssen, oder? Oh ja. Blöde Runde. Mann. Ja, das bringt nichts mehr. Aber wenigstens kommen die noch raus. Ja. Und man sieht echt, dass im Endgame... Ich weiß nicht, was hat sie denn jetzt gemacht? Sie hat sich jetzt auch einen Helm gekraftet. Weil die war ja die, die ich befreit habe. Ja, schade. Also das ganze Spiel kann der Killer am Ende noch kippen. Das ist halt Wahnsinn. Man darf nicht aufgeben als Killer. Ja, man darf halt nicht aufgeben. Das Endgame kann trotzdem total entscheidend sein. Und wenn man da nicht hinterher ist, ein Endgame überhaupt zum Ausgang zu rennen, dann hat man halt verloren. Ja, schade. Trotzdem eine coole Runde. Ich freue mich. Vielleicht sehen wir uns morgen. Tschüss.